glaubst du, du schaffst es beim ersten Satz? Ersten Tipp? Hallo, Spark. Kannst du kurz runterziehen? Hallo? Spark? Yo! Ja. Richtig, Digga, wieder geschockt. Wir sind ganz Ohr! Spark! Ihr seid ganz Ohr. Also, ich hab das folgendermaßen gemacht. Ich habe mir 5 Sätze vorbereitet und ich würde jetzt einfach, keine Ahnung, jede Stunde einen raushauen, sodass wir das bis heute Abend erledigen. Ja! Erster Tipp von mir: Konzentriert euch auf den Namen des Items, das Stichwort ist schwer. Oh nein, das muss ich nicht. Okay. Okay. Jetzt müssen wir eine Stunde warten. Ich lief keinen Bock mehr. Jetzt müssen wir eine Stunde warten bis zum nächsten, oder? Oh mein Gott. Konzentriert euch auf den Namen des Items. Das Stichwort ist schwer. Okay, was ist das schwerste Item? Netherite Block. Ist Netherite schwerer als ein Goldblock? Ja. Ja, 100 Pro. Ja, wollt ihr mal versuchen, einen Netherite Block zu kaufen? Wie teuer ist das? Boah, ich müsste ein bisschen leveln. Ja, wisst ihr mal. Also Netherite Ingot. Nee, ich glaube, ich habe nicht mal Netherite Ingot probiert. Ich habe einen Lodestone gecraftet. Willst du vielleicht erstmal ein Ingot probieren und dann schauen? Ja, ich muss kurz die Power abfarmen, dann können wir machen. Alright. Wie viele Steine haben wir? Boah, wir werden viele. Aber wie viele haben wir jetzt gerade? Ich habe einen, hast du einen, Heiko? Ja, also, ja. Ich sage, wir müssen ganz viele Steine immer noch im Hub dahin legen. Boah, aber es ist doch Stichwort schwer. Oder meinst du, dass es je schwerer wird, desto mehr wieder hinlegen? Genau. Das Rätsel ist auch schwer. Aber du meinst bei diesem Eisending oder was? Genau, ja. Ja, sollen wir mal irgendwie jeder einen Stein ins Ilf nehmen und da uns da draufstellen? Ja genau. Boah, können wir auch machen gleich. Das meinte ich. Spark meinte auch, bei dem Rätsel kann niemand vorwegrennen. Das würde also auch irgendwie Sinn ergeben, wenn wir mindestens 2 Leute oder so dafür brauchen. Mhm. Wann habe ich das gesagt? Alle mit Steinsgeist, und ich hab's! Du hast es nicht! Wir werden jetzt diesen Stein ins Inventar nehmen und uns alle im Hub auf dieses Eisen-Ding da stellen, damit das einbricht. Oh mein Gott! Und zwar alle dahin, jetzt, in Hub mit Stein, in Hub mit Stein, in Hub mit Stein, in Hub mit Stein. Go, 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 go! Draufstellen! Warte, ich komm. Oh, das ist interessant hier. Okay. Ey, wir haben schon drauf geworfen, den Stein. Jetzt wäre das jetzt. Mehr. Passiert jetzt nicht so viel. Es passiert nichts. Mann. Einmal springen! Ja, okay, also die Idee war nett, aber das warst du noch. Ey, das ist ja so geil gewesen. Ne? Spark macht mit, das muss es sein. Vielleicht hinwerfen, alle mal Steine hinwerfen. Zack. Perfekt. Nee. Oh, ja, cool. Ey! Verliert man mehr Level, Stein, wenn man 2 Steine im Inventar hat? Nee, leider auch nicht. Nee. Ey, das war so geil. Oh, so. Ich hab leichter Stein! Nein, was? Hab ich umbenannt. Achso. Oh mein Gott. Ich will den richtigen Stein. Ich dachte gerade. Weißt du, was so happy gerade? Ich hab leichter Stein! Endlich! Hier liegt noch ein Stein rum. Wieder der Kamera. Okay, ich hab's auch nicht. Wir müssen noch weiter reden. Es ist soweit! Der nächste Tipp! Nächster Tipp! Stimmt, 1:15 nach. So, wartet. Fuck. Nice. Oh. Wir sind ready. Tipp 2. Das Gewicht hat eine Auswirkung, die sich im Slowness-Effekt zeigt und auch die verschwindenden Level sind nur eine Darstellung der Erschöpfung. Nur eine Darstellung? Okay. Also okay, es hat nichts mit Level und Slowness zu tun, sondern wirklich nur, dass es schwer ist. Richtig. Weitere Eingrenzung kam soeben. Okay, das heißt kein XP verballern. Gut. Das ist also ist er immer noch schwer. Das ist immer noch schwer. Bleibt schwer. Die Frage ist nur, das Gewicht hat eine Auswirkung, die sich im Slowness-Effekt zeigt. War ja so eine offensichtliche Sache. Vielleicht steckt da noch irgendwas dahinter. Nee, da steht ja eben, dass nichts dahinter steckt. Das ist einfach nur dass eine Anzeige. Es geht um die Erschöpfung. So, genau, ja, also hinter dem Slowness und den Leveln, die abgezogen werden, das ist nur eine Darstellung von, dass du halt einen schweren Stein aufnimmst oder tragen musst. Gut, das heißt, jetzt werden wir keine XP mehr verballern. Wir müssen mit einem. Gibt es irgendeine Geschichte von irgendeinem Mann, der einen schweren Steinbohren getragen hat? Obelix. Was hat er gemacht? Weil Sisyphus. Ja, genau. Den Berg hochrollt. Ja! Ja, wir müssen den Stein tragen. Wir müssen den Stein den Berg hochrollen. Also, das ist jetzt das Ding, oder? Wir müssen irgendwas gegen die Erschöpfung tun. Milch. Gold abflessen. Milch denken. Nee, glaube nicht. Milch probieren. Es geht immer noch darum, dass wir einfach einen schweren Gegenstand haben und es eben nicht um die Erschöpfung geht. Oder beziehungsweise, dass es nur merkt, also das halt bemerkt. Darstellung also, der Erschöpfung. Ja genau, der ist ja eben nur dafür da, dass man checkt, dass es, also, ne? Der Hinweis war im Grunde nur, dass wir nicht denselben Schrott machen, sondern wir die ganze Zeit schon probieren, sondern vielleicht andere Wege suchen. Also wir sollen nicht probieren,
die Effekte auszugleichen. Ja. Er schreibt! Kannst du es halt so Game Master oder so als Villager schreiben? Nächster Tipp! Leise, du musst es vorlesen an Spark. Vielleicht muss ich die nächsten beiden sogar ein bisschen kombinieren oder da ein bisschen schneller durch, weil ich nicht weiß, ob das euch jetzt zu wenig ist, aber Moment. Oh, let's go. Jetzt wieder so, schwer ist nicht um Flint. Schwer ist gleich viel Masse oder so, oder wir spielen Minecraft. Wir zum Quadrat. Ich mach mal einen Slash. Ja, ja. Ich bin vor Command vergiftet, ich mach mal einen Slash. Kommt alle zum Hafen trotzdem. Neben den Zornuseffekten im verschwindenden Level gibt es noch eine weitere Auswirkung vom schweren Stein. Oh. Ja, die Level einfach, oder? Ah, ne, jetzt hat er neben den Level. Der Schaden? Neben dem Slowness und. Dann um 18.35 Uhr der nächste. Und den hat noch keiner gefunden. What? Ist das denn ein Effekt, der dauerhaft ist oder der random passiert? Das sind genug Tipps. Geht ja nicht um Effekte, eine weitere Auswirkung von diesem Stein. Genau. Nicht Effekte. Es geht nicht um einen Damage, Leute. Also, man verliert Hunger halt, oder? Ja, der Hunger, aber das ist es, glaube ich, nicht. Aber das. Ja, aber der Hunger ist ja nur, wenn du keine Level mehr hast, oder? Also, ja, das ist ja. Aber das also, ist ja nicht. Das haben wir ja schon. Wenn man stirbt, wenn man keine Level hat, das ist dieselbe Funktion, die aufgerufen wird, wenn man mit null Leveln versucht, Holz zu setzen. Also diese Erschöpfung, dass man da nicht cheatet, in Anführungszeichen. Und ich habe das halt recycelt dafür, dass das halt ein bisschen crazy ist. Aber das hat jetzt erstmal nichts mit der Lösung oder des Rätsels zu tun. Ihr habt ja mit dem Ding in der Hand schon ganz viel von diesen Teilen da gepflückt, oder? Abgebaut, ja. Ja. Mhm. Habt ihr versucht damit so Gravel mal abzubauen und zu gucken, ob man mehr, also Instant Flint bekommt, also so auf, nicht? Okay, aber was wäre der Hinweis? Was wird uns das bringen? Weiß ich nicht, also das ist eine gute Frage, weil wir müssen jetzt rausfinden zuerst, was der für einen weiteren Effekt mit sich bringt, wenn du ihn in der Hand hast. Nee, es ist kein Effekt. Ja, aber also Auswirkung. Eine Auswirkung. Ja, genau, das kann ja ein Effekt sein, also halt eins, das nicht gilt. Na, Spark hat gerade gesagt, es ist kein Effekt. So. Oh mein Gott. Ja, aber wenn er Effekt sagen würde, dann würden wir halt direkt nach Effekt suchen. Okay. Er hat eine Auswirkung noch. Er kann noch was. Du hast die Cut Clean. Ja, genau. Ich meine auch. Hat jemand gerade Cut Clean gesagt? Ja. Ja, genau. Und sowas habe ich nämlich auch gerade gedacht. Genau. So, also, was ist das? Was heißt das? Dass du zum Beispiel, egal was du jetzt abbaust, sondern dass deine Eigenschaft geändert wird, dass du zum Beispiel von mir aus, wenn du Dia abbaust, ne, wenn du Eisen abbaust, direkt gebratenes Eisen bekommst zum Beispiel oder so, also. Aha, ja. Also, dass der halt sowas ändert, sodass der macht, dass du vielleicht immer Glück hast beim Angeln, dass du immer machst, also ich wüsste jetzt nicht genau den Kontext zum schweren Stein. Oh, Angeln ist sehr, sehr gut. Kontext, Blei. Klar, jetzt wo du sagst, oder Radioaktivität wegen Strahlenschutz. Nee, schwerer Stein. Was macht man am Köder dran? Einen schweren Stein. Fabo hat's wie gestern. Fabo hat's immer. Alle 10 Minuten. So. Fabo hat's! Fabo hat's! Oh. Ja, komm, Fabo, schnell. Du bist der Beste! Nein, ich hab's nicht. Hä? Hab Alter, warte. Wie, du hast es nicht? Katzen. Ja. Seid ihr damit mal über eine Eisendruckplatte gelaufen? Jupp. Mit der Hand, in der Hand das Ding? Ja, wir haben alles, Fabo hat, glaube ich, alles mit Eisendruckplatten gemacht. Aber dass wir auch nicht drauf kommen, ich check das nicht. Auf meiner Uhr ist 38. Deine Uhr geht 36. Oh. Deine Uhr geht ehrlich falsch. Oh. Zwar kannst du noch einen Tipp zu der dritten Eigenschaft. Also ist der vierte Tipp was zu der dritten Eigenschaft oder ist das was. Wir werden jetzt ein bisschen spezifischer. Also wartet mal ab gleich. Das wird aber jetzt können, also. Kannst du einen Tipp geben, der uns erstmal näher an die dritte Eigenschaft ranführt? Ja, das kommt jetzt gleich. 2 Minutes. Okay. Ja. Tipp 4, wenn der Stein Auswirkungen auf euch hat, habt ihr mit dem Stein im Inventar durch das Gewicht noch weitere Auswirkungen auf die Umgebung? Das habe ich auch. Als hätten wir das nicht schon probiert. Mann. Ja, warte, es wird noch ein bisschen spezifischer. Also, wenn ihr sehr schwer seid, auch als Spieler, was kann denn gegebenenfalls da noch draus werden? Ich habe sogar schon Sand probiert mit Treibsand und Kies und so. Dass ich habt ihr Kies auch und habt ihr auch versucht zu springen und so? Ja. Habt ihr noch was zu kochen? Du auch gesagt, dass es eine Stomp-Attacke gibt, aber. Nein, ich behalte das für mich. kommt auf meinen Stream, aber bei mir sieht man die Lösung. Schaut alle bei mir ein. Hey, alle in meinen Stream jetzt. Brauchst du das nicht, Veto? Nein, lass das liegen. Ihr seid als Spieler sehr schwer. Ja, das heißt, wenn wir irgendwo drauf sind, ja, oder Fabo so, dann. Ja, Fabo schwer. Eine Trapdoor-Klappe um.
Nee, wir müssen das komprimieren wahrscheinlich eher. Letzte okay, Tipp. Let's go. Stimmt, wir haben 19 mit so, pass auf, ich kopiere das nächste. Ich habe irgendwas mit einem Sniffer-Egg gesagt, dass der Stein ein Sniffer-Egg bringt oder so. What? Ja, das würde auch Sinn ergeben, aber wie? Aber wie, ja. Ich zitter. Kaputt machen. Ihr seid so schwer, dass unter euch die Füße, unter deinen Füßen bröckelt. Ja, hä? Aber, what? Wir haben das ja schon mal probiert. Leute, aber wo könnte man sich denn noch draufstellen? Die Treppe am Spawn. Ich stand schon überall drauf, Spark. Lass zu 5 draufstellen. Ja, wir waren doch schon am Spawn. Überall am Spawn. Cast fängt schon mal gut an gerade. Heiko, wo bist du? Wo ist Heiko? Heiko, wo bist du denn? Hallo, das Heiko. Darf ich auch nicht sagen, nee, ich sterbe noch auf Cast Planeten. Gut angefangen. Hä? Okay, Cracked Stone Bricks. Das hab ich schon gemacht, ich stand schon auf allen Cracked Stones. Heiko, geh auf Gravel. Auf Gravel war ich schon. Hat den ersten Schritt hinter sich, den zweiten sogar auch. Was? Auf mehreren Steinen. Heiko, mach Live-Commentary, komm, let's play. Compressed Kabel, was war da? Was kommt nach Compressed Kabel? Kommt da noch irgendwas? Nö. Space hat den zweiten Schritt auch erledigt. Was? Er steht auf dem auf alle Steinarten einfach, aber hä? What? Hä? Also Steinarten hintereinander. Oh nein. Wird zu Cobble, wird zu Deep State, wird zu Stone Bricks. Hat sich echt was verändert? Geh da drauf. What? Aber die Blöcke haben sich nicht verändert, oder doch? Nee, ich glaube nicht. Was ist passiert? Bisher ist keiner auf den zweiten Schritt gekommen. Naja, es ist auch nicht eine Reihenfolge, es geht nur so Richtung warm-kalt. Hast du nicht gerade gesagt, Heiko hat den zweiten Schritt? Heiko hat den dritten Schritt. Beim vierten Schritt kracht's. Warte, was war das? Auf Cobble. Oh mein Gott. Du hast Cobble, Gravel, Sand und was dann? Keine Ahnung. Glas. Mach Glas. Glas? Glas, jetzt dahinter Glas. Cobble, Gravel, Sand, Glas. Normaler Stein. Ich sag auch Cobble, Gravel, Sand, Glas. Halt, hast du normalen Stein? Das ist doch auch die Crafting-Reihenfolge, oder? Ja. Was kann man aus Sand sonst noch machen? Sandstone? Glas. Wir müssen Safe Sandstone machen. Es ist Glas. Aber wie hätten wir denn da drauf kommen sollen? Das ist das Erste, was einem einfällt, doch natürlich. Safe müssen Sandstone machen. Oh mein Gott! Oh, krass! Bro, ich stand da schon drauf, aber nicht so lange! Ne, hat das jemand abgebaut von euch gerade? Ja, oh mein Gott, warum baust du das denn ab, Alter? Ey, nee. Zapperlot. Ja, spring halt mal ein bisschen drauf rum auf allen. Hier ist doch legit ein Cobblestone. Ihr wart ganz knapp davor und es wurde auch schon ganz knapp eben was gesagt. Nee, was ist denn noch? Ich hab's! Fabo hat's! Sandstein! Oh mein Gott, sogar gecallt! Sandstein ist ziemlich spröde, wenn ihr draufsteht, wird er zercrushed und entsteht suspicious Sand. Verdammte Kocke. Digga, es war so lange schon, damit. Oh mein Gott, ich will nicht mehr. Und was kann man jetzt mit dem zercrushten Sandstein machen? Jetzt können wir brushen. Brei buddeln. Ist meiner? Pass auf! Oh mein Gott! Hä, warte mal, Stein bringt doch nicht drauf, oder? Ah nee, man kann doch springen. Ist der Stein dann weg, Spark? Der Stein verbraucht sich dadurch. Dann weg. Ja, dann ist das meiner. Bro. Oh mein Gott. Hat jemand einen Brush für mich? Ich habe mich auf den falschen gestellt. Ich hatte mich Real Talk auf den Cut-Sensor mal gestellt. So eine Hallo? Kacke. Hallo? Ist das wild? Nö, blä. Wie dumm ich bin. Cass hat doch bestimmt irgendwo eine Brush. Ich habe den doch schon bei der Pitcher-Crawl mit Brush. Ich habe eine Brush. Da ist ein Sniffer-Egg drin. Meins! Wo ist der Fabo? Oh, ich hab auch ein Sniffer-Egg! Hallo, kannst du mir den Brush geben? Ich hab das Achievement! Mann, er stellt sich oder vor. Digga! Ja, Sniffer! Ja, let's go! Sniffer! Ja, ich hab's gecallt! Richtig, Fabo hatte gesagt, da kommt ein Sniffer raus. Ja. Bro, wir standen sogar auf Sand und so die ganze Zeit, um das so Suspicious Sand zu machen. Wir haben so Suspicious Dew auf Sand gedroppt, damit das so Sus Sand wird. Aber auf Sandstein sind wir nicht gekommen. Aber ich fand schon, dass es schwer war. Aber eigentlich kommt man jetzt im Nachhinein, kann man sich denken eigentlich. Ja. Verstehe, war es nicht spannend, der ist schon wieder weg.
Stege hat mir meinen Stein nicht gedroppt. Oh mein Gott, das ist krass. Oh. Ausbrüten, ja, Sniffo. Okay, jetzt ist die Frage, was bringt der unser Sniffer? Ja, schlüpfen lassen und dann buddelt der neue Sachen aus, sage ich. So wie ich es auch schon gesagt habe, ich habe das ganze Rätsel gecallt. Okay. Du bist der Schlauste, Mann. Ich bin der Joe. Da hagelt's. Hier kommt's runter. Ja, das ist bei Heiko los. Und boah, mit, ihr habt's gesagt, da habe ich auf Riole angespielt, weil ihr könnt ja aus Cobblestone und Kies, aus Kies Sand und aus Sand Sandstein machen, immer wieder mit demselben Rezept. Ja. Und Sand ist, also ich wollte schon Richtung Sniffer gehen, Pitcher Pots, dies, das. Und dann ist ja klar, dass ich das irgendwie kombiniere. Und wie kann man denn am besten Suspicious Sand kriegen, indem man einen Sandstein zerbröckelt? Weil Suspicious Sand ist ja so ein bisschen, naja, vielleicht das Ergebnis da draus, ein bisschen ähnlich. Also so ein Stein war was eingeschlossen, das wird freigelegt, weißt du? Ja. Also es war hoffentlich nicht zu weit weg von der Logik. Suspicious Sand, Sandstein. Und das irgendwie aufbrechen. Und ich komme. Ja, das war der Gedanke. Sand kommt irgendwann. Also mit vielleicht ist Sandstein ein bisschen. Also immer ja, nee. Man hat also ich hätte können. Auch Cleanstone nehmen können. Habe ich nicht können, sogar damit irgendwas Kies mit Brush wird. Gesagt? Jeder hat schon Sachen gebrushed. Du tust aber gleichermaßen war Sand besser als Cobblestone oder so und Kies. Also dass du aus Cobblestone stehst, dann kommt Kies raus. Weil Sniffer Eggs gibt es nur in den warmen Ozeanruinen und nur im Sand drin. Nicht im Kies. Ja gut, Leute, war eine schwere Geburt. Ich hoffe mal, die Erklärung eben, wie, weshalb ich darauf gekommen bin, war nachvollziehbar. Ich werde jetzt auch mal hier einen schweren Stein mir holen. Sandstein und das saugt richtig raus. Wenn man mit dem Inventar jetzt hier drauf geht, schaut man auf den Sandstein. Flip, wandelt er sich in Suspicious Sand um. Ich zercrush den somit. Ich hätte eine Sache noch ergänzen sollen, wenn man sich traut, dass er halt so ein Krach, so ein Chat jetzt so ein Krach kommt, so ein Knackgeräusch oder sowas. Das müsste ich noch hinzufügen. Werde ich vielleicht ab morgen machen oder so. Habe ich irgendwie. Fällt mir gerade so ein, hätte man vielleicht noch machen können, weil das dann schöner ist. Ich schreibe das direkt mal auf. Krachgeräusch. So, dann brauchen wir eine Brush und dafür brauchen wir Copper. Haben wir irgendwo Kupfer noch übrig? Achso, ja klar. Natürlich haben wir Kupfer übrig. Ich persönlich kann das doch in dem Shop holen. Sollten wir haben. Da ist die Brush. Let's go. Und dann sind wir mal ein bisschen am Putzen hier. Sandstein zercrushen für Suspicious Sand. Und da könnte man dann etwas, was lange drin verschlossen ist, ausgraben. Smells interesting. Am allerschnellsten schlüpfen Sniffer mit Moos. Blöcken. Mach mal hier ein Ding drauf. Machen wir da mal das Sniffer-Ei drauf. Und dann darf das mal ausgebrütet werden. Ich hab den ersten! Let's go! Womit füttert man die? Torchflower. Aber da haben wir ja nur eine insgesamt bisher erst bekommen, oder? Wo hast du die her, Space? War das die Anfangschip, oder? Nee, die hast du wahrscheinlich aus der Lobby gemobst. Also eigentlich sollte es keine Torchflowers geben. Ja? Ja. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich die habe. Ah, wahrscheinlich vom Hasenbau geklaut, weil das ein Blumentopf da stand. Oh, ja, das könnte auch sein. Also die Torchflower, die ist eigentlich gedacht, dass man keine bekommen kann im kompletten Game. Konfisziert ist die. Okay. Genau, ich konfisziere die. Dann lege ich die mal weg. Meine Damen und Herren, wir kaufen uns jetzt erstmal eine ordentliche Portion an Steinen. Ich habe 10 Stück schon geholt. Holy! Wir haben ein bisschen was gefarmt. Dann machen wir noch mal den hier. Dann habe ich 4 Sandsteine wieder. Und dann brauche ich 4 Steine. Und ich glaube, das wird richtig berechnet. Draufgehen. 3, 2, 1. Kein Stein mehr im Inventar. Let's go. Passt. Es wird immer nur einer rausgesorgt. Und hier gibt es dann jetzt noch mal ein neues Sniffer-Ei. Es ist jedes Mal ein Sniffer-Ei drin. Hätten wir jetzt einen Loot-Table da machen können, wo nicht jedes Mal ein Sniffer-Ei, sondern was anderes nochmal rauskommt. Aber ich habe ja einfach direkt ein Sniffer-Ei direkt reingepackt. Oh, er snifft. Und oh, eine Space giftige ist was Kartoffel passiert. Ausgegraben, gefressen und er ist daran gestorben. Was? Oh, er hat eine giftige Kartoffel ausgegraben und ist daran gestorben. Ah. 1 Million, ja! Eine giftige Kartoffel. Heißt, die bringen sich, wenn du einen schlechten Drop. Also, die sterben immer, nachdem sie was ausgegraben haben. Ja, I guess. Probably. Maybe, wenn sie was Gutes ausgraben, droppen sie maybe dann was. Ja, aber ich glaube, die sterben immer, aber graben halt dann was aus. Ja, genau. Ich glaube, es ist eigentlich, die sterben jedes Mal, wenn irgendwas ausgegraben wird. Und du hast halt dann Glück, ob was Gutes oder Schlechtes ausgegraben wird. Mhm.
Jetzt glaube ich. Bei Farbe sucht er. Es hilft! Oh, meine sind alle tot bis auf einer. Und der letzte. Sieht ein bisschen aus wie du, ich sag's dir ehrlich. Also der sucht da seinen Block. So stelle ich mir Spark in echt vor. Er will Schalker durchsuchen. Sigma. Hä? Er nimmt gleich die Schalker auf. Er ist einfach ein Dieb. Hä? Er sucht. Was sucht, Bro? Er sucht das geile Zeug. Ja. Richtig, er sucht das geile Zeug. Ja, alle tot. Scheiße. Er schnüffelt. Er muss erst was finden. Aber jetzt was für weniger Zeit können wir noch nicht machen, ne? Oh, Fabo, ja! Fabo gerät. Wie er sich hinwirft, das ist so geil. Oh no! Richtige Kartoffel! Nein! Oh mein Gott! Aber wollen die an mir schnüffeln, weil ich in der Nähe bin? Die schauen mich nicht an. Meiner macht! Ich bin eine Ratte, glaube ich. Er hat was gedroppt! Schlüssel! Tschüss! Schlüssel Nummer 5 und er lebt aber noch hier. Ja, können wir... Guck mal, wie er sich freut. Ja. Okay, jetzt komm rüber zu meinem. Eingravierter Schlüssel Nummer 5. Wenn der Sniffer was ausgräbt, darf er nochmal graben. Okay. Nice. Dann haben wir die beiden Versuche. Bleib jetzt hier und warte, bis sie gedingstens haben. Ich schwöre schon herum. Okay. Nice. Beim zweiten einfach den Schlüssel. Feister, er macht! Feister! Spielmaschine! Oh mein Gott, da auch was gedroppt. Oh, ich hab's, glaube ich, aufgesaugt. Feister, ich hab's. Was hab ich? Schlüssel, du hast auch Schlüssel. Ja. Nein, Spark hat's wieder. Spark hat ihn wieder. Ich hab ihn wieder. Du hast auch Schlüssel, Feister. Ja, mach ihn einfach hier rein. Ich musste Mama gerade schon zweimal sagen, dass ich gleich weitermache. Von der Spielmaschine weg. Nein, ich will nicht. Weißt du, wir haben beide den Schlüssel. Ja. Fragen der, wie vielter ist das? 5. Ist ja logisch. Ah ja, 5. Bulletin. So Leute, eine Sache, die ich noch machen wollte. Ich habe ein bisschen Charts nochmal gefarmt, aber es wird Zeit, die Upgrade-Station zu benutzen, denn ich habe 250.000 Level gerade. Oh, da liegt der Haufen. Und es wird Zeit, die Elementhacke abzugraden auf Legendary, da wir gerade an Pitcher-Farmen sind. Egal, ich habe gedrückt. Elementhacke plus 400% Drops. Ich kriege jetzt nochmals viel mehr, direkt aus Advancement, viel mehr Drops, dass wir schneller an Sniffer kommen. Und das ist, glaube ich, ein saftiger Gewinn.